Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu PES 2018. Wir werden die Spielerkarriere machen. Und zwar wahrscheinlich als Stürmer. Ich stelle mal hier ganz kurz auf Topspieler auf 15 Minuten ein. An der Schwierigkeit müssen wir noch gucken, aber normal spiele ich Topspieler. Mal gucken, vielleicht ändern wir das noch. Was ist das denn hier jetzt? Ja, machen wir an. Machen wir. Kann nicht mehr geändert werden später. Ja, aber ich will ja klassische Spieler im Spiel. Ja, mach an. Zusätzliche Ligen nutzen, nicht nutzen, machen wir auch nutzen. So, dann mache ich kurz eine ganz kleine Ankündigung. Denn ich habe mir das Spiel bei Amazon vorbestellt und da war so eine PES-Uhr dabei. Die ist gar nicht von schlechter Qualität. Ich habe die vorhin mal ausgepackt. Die Uhr ist laut Amazon, glaube ich, im Wert von 20 Euro. Die hat man einfach zu dieser Vorbestellerbox dazu bekommen. Und ich würde sagen, wer die haben will, schreibt einen schönen Kommentar. Von wegen, was ihm an meinen Videos gefällt, was ihm nicht gefällt und warum er diese Uhr haben möchte. Und ich werde mir dann jemanden raussuchen und also halt auslosen, nicht selber aussuchen, also so, ne, ihr wisst Bescheid. Und ja, dann würde ich sagen, verlose ich diese tolle Uhr. Und ja, so, wir drücken auf Editieren Spieler, weil wir möchten natürlich unseren eigenen Spieler haben. Und da ich das schon mal gemacht habe vorhin als kleinen Test und ich weiß, dass das extrem lang dauert, würde ich sagen, wir sehen uns, wenn ich den Spieler fertig editiert habe. So, wählen Sie den Spielertyp aus. Wir sind natürlich ein Stürmer und ich bin bekannt als Strafraumfuchs, ne? Also das ist natürlich ganz klar. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Ja, wir nehmen auf jeden Fall den Strafraumfuchs. Ihre Spielerwerte wurden eingestellt. Überprüfen Sie sie und wenn Sie zufrieden sind, drücken Sie X, um fortzufahren. Okay, Nationalität Deutschland, Alter 17, Größe 1,88, Gewicht 89, Gehalt und Trainervertrauensniveau haben wir noch nicht. Spielstil ist der Strafraumfuchs. Eine Gesamtbewertung von 68, der starke Fuß rechts. Das andere, das können wir eh noch nicht beeinflussen hier rechts, da müssen wir dann noch gucken. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert mit PES und so, ob man da auch so wie bei FIFA Training machen kann oder was auch immer. Wählen Sie eine Liga. So, wer hat's gedacht, in welche Liga werden wir gehen? Genau, in die Bundesliga. Denn ich habe natürlich auch hier die Mods installiert, pipapo. Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann auf die Website gehen. Dort gibt es eine Anleitung, wie man die Mods runterlädt. Dort gibt es den Link, den Download-Link, bla bla bla. Und ja, deshalb werden wir hier in die Bundesliga starten. Man wird jetzt automatisch zugewiesen und wir wurden zum FC Augsburg zugewiesen. Sie haben Ihren ersten Profivertrag bei FC Augsburg unterzeichnet. Das ist geil. Willkommen bei FC Augsburg. Ich bin hier, der Vereinssekretär. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Der Stab, was auch immer, wird Ihnen alle nötigen Informationen zur Verfügung stellen. Was immer der Stab ist, keine Ahnung. Assistenztrainer. Ich bin der Assistenztrainer bei FC Augsburg. Freut mich, Sie kennenzulernen. Falls es eine bestimmte Rückennummer gibt, die Sie bevorzugen, lassen Sie es mich bitte wissen, bevor das Transferfenster schließt. Du stehst heute in der Startaufstellung. Gib dein Bestes und viel Glück. Der Agent, ich werde mich um alles kümmern, was Transfers betrifft. Ich freue mich auf eine lange und ergiebige Arbeitsbeziehung mit Ihnen. Perfekt. Wir sind beim FC Augsburg und unser erstes Spiel ist anscheinend gegen Bayern München. Das ist auch interessant. Bevorzugte Rückennummer. Die 9. Ey, ich habe schon die 9. Nice. Ich habe einfach schon die Nummer, die ich bevorzuge. Das ist ja cool. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal durch. Training. Hier kann man Training machen.
Bevorzugte Position, Karrierestart. Was ist denn, wenn ich auf Training jetzt klicke? Ach, das ist so mit Punkten wie bei WWE. Okay. Da müssen wir also Punkte sammeln. Mal gucken, wie man an die rankommt. Hier, wir speichern erstmal eine Runde ab. So, erstmal gespeichert, weil es hat ziemlich lange gedauert, diesen Charakter zu erstellen. Das ist der DFL Supercup hier. Anscheinend spielen wir DFL Supercup jetzt gegen Bayern München. Das ist natürlich auch interessant. Heieiei. Direkt gegen Bayern. Das kann was werden. Okay, so sehen wir aus. Wir sind da rechts. Robben guckt uns gerade ein bisschen komisch an. Ich drücke einfach mal auf Anstoß. Und auf Topspieler gegen Bayern jetzt anzu müssen. Das ist natürlich jetzt hart, aber anscheinend ist es nur dieser DFL Supercup. Und ich denke, wenn wir das jetzt verbauen, ist das nicht so schlimm. Hoffe ich einfach mal. So. Da sehen wir es. Also dafür, dass das so Mods sind, das sieht ganz cool aus. Trikots, die Spieler. Wurde alles gemoddet. Auf jeden Fall cool. So, ich werde natürlich schneiden. Das ist natürlich keine Frage. Wir haben die Rücknummer 9. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist genau die, die ich bevorzugen würde. Und wir sind relativ groß. So wie man das gerade. Wie man das gerade sieht. Das heißt, wir können tatsächlich auch gut Kopfbälle. So, drücken wir einfach mal weiter und ja, probieren wir unser Glück. Ah, ich wollte da den ersten Schuss ansetzen. Aber da kam dann ein Bayern-Spieler dazwischen. Ich habe leider nicht gesehen, wer es war. Boah. Heiliger Bimba, war das knapp. Eieieiei. Also man merkt die Dominanz der Münchner. Ja, das war eigentlich ein Foul, hallo? Was ist das denn? Ich habe ihn da angenommen und komme dann ihm vorbei, aber ich bin da hängen geblieben. Hätte er ruhiger pfeifen können. Ui, ui, oh. Sehr, sehr gut vom Keeper. Etwa knapp. Ja, schön. Schöner Ansatz hier mal. Zwar nicht perfekt funktioniert, aber war schon mal was. Ah, der Neuer kommt da raus. Ich dachte, wenn ich mich da so ein bisschen anschleiche, könnte es was werden, aber Neuer kam da. 0 zu 0 zur Halbzeit. Also wir gehen immerhin nicht unter. Aber es ist natürlich eine Hausnummer jetzt, direkt gegen Bayern hier zu spielen. Das ist nicht einfach. Wir machen sogar hier den Anstoß, das ist auch cool. Ja, komm, komm, rennen! Oh nein! Ah, da war ich einen Ticken zu spät. Eieieiei. Das wäre es natürlich gewesen jetzt. Da war ich echt eine Sekunde zu spät. Nicht mal. Auwei. Ganz, ganz stark. Das war jetzt ganz, ganz stark. Müller hier auf Lewandowski und der haut da mal einen Schuss raus.
Es gibt's nicht. Ich hab schon 3 oder 4 Mal auf Schießen gedrückt. Ich verhedder mich die ganze Zeit. Die verteidigen richtig, richtig gut. Ich meine, ich weiß, dass es München ist, aber wenigstens mal einen Schuss abgeben. Ja! Da ist es doch. Da kam der Pass hier auf mich. Einfach mal die Flanke. Und da steht er endlich. Da steht er endlich. Das war das, was ich wollte. Einfach mal einen Schuss abgeben. Und gleich nochmal. Endlich einfach mal einen Schuss abgeben. Hier musste Neuer gut parieren. Da ging er leider daneben. Habe ich halt direkt genommen, hätte ich vielleicht annehmen sollen oder so. Aber wir lassen uns nicht lumpen hier, das gefällt mir. Den habe ich. Und ich habe ihn neben das Tor. Eieiei. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Probier es einfach immer mal wieder, einen Schuss abzugeben. Es muss hier nicht das Tor sein, weil ich weiß, dass es gegen München echt schwer ist. Und das sieht man ja, dass sich hier durchzuarbeiten und eine gute Chance zu bekommen. Das ist nicht einfach. Aber einfach immer mal wieder sie unter Bedrängnis bringen. Weil wir ja sowieso schon ein 1:0 haben, was schon mal richtig, richtig krass gut ist. Das ist mir wichtig. Sie einfach wirklich unter Bedrängnis zu bringen. Tatsächlich. Haben wir irgendwas gewonnen? Lol. Sieht so aus. Tatsächlich, wir sind einfach DFL Supercup Gewinner. Wir haben es tatsächlich geschafft. What the fuck? Das ist ja witzig. 0-1 haben wir gewonnen. Ich habe eine Vorlage gemacht durch meine Vorlage. Wir haben es gepackt. 7,0er Bewertung. Genauso wie Geoffrin, der hier der beste Spieler von heute ist. Und die Bayern haben es nicht geschafft, hier im Supercup-Finale zu gewinnen. München gegen Augsburg 0:1. So, jetzt steht bei Gehalt auch hier. Was? 392.000? Ist es aufs Jahr gerechnet? Wahrscheinlich schon. Alter, lol. Trainervertrauensniveau 43%. Das werden wir noch ein bisschen erhöhen, oder nicht? So, hier sehen wir jetzt, hat man dann wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu bekommen immer. Und wir haben die Bayern geschlagen. Im ersten Spiel.
Holy moly, also es war kein einfaches Spiel, aber wir haben es geschafft. Jetzt geht's in die Bundesliga. Erster Spieltag gegen Hannover. Wir gucken jetzt einfach mal, wie wir gegen Hannover spielen. Und ja, dann, je nachdem, verändern wir vielleicht dann auch den Schwierigkeitsgrad oder lassen ihn so. Glückwunsch, Sie haben den DFL Cup, Supercup Wettbewerb gewonnen. Assistenztrainer, du sitzt heute auf der Bank, aber sei bereit, jederzeit eingewechselt zu werden. Schade, dass ich auf der Bank sitze. Leider habe ich auch kein Tor im Supercup gemacht, aber das ist ja kein Problem. Und was? Wir haben das nächste Spiel wieder gegen Bayern. Jetzt gegen Hannover, dann wieder gegen Bayern. Oh. So, ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Das ist natürlich ein bisschen längere Folge hier. Denn das ist jetzt die erste Folge. Und ich würde aber sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mal eine Bewertung da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how. Flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello, felt kinda. Now good vibes. Feel like a tiger.